Es gibt viel Liebe, viel Glaube, es gibt viel Hoffnung. Dass sich die Menschen immer lieben wie Brüder und Schwestern. Es gibt aber auch Tränen, Weinen, es gibt auch Trauer. Und wenn wir so einen Komponisten entdecken wie Karl Reinecke und sein gesamtes Werk für zwei Klaviere, da sind wir absolut überwältigend und stürzen uns einfach wie die Wilden in diesem Riesenozean. Das ist wirklich ein versteckter Schatz gewesen, was wir zurzeit neu entdecken und neu entfalten. Man geht tatsächlich bis an den Grenzen des Möglichen an einem Klavier. Wir sind überglücklich, dass wir die Möglichkeit haben, hier im großen Sendesaal von WDR wieder aufzunehmen und wieder ein Dreamteam mit Cheftonmeister Stefan Hahn und mit Dirk Franken als Toningenieur. Das sind alle Menschen, die uns voll unterstützen und immer diese Spannung mit uns tragen. Und dieses Gefühl unterstützt uns die ganze Zeit. Nicht Legato spielen. Das ist immer das, was an Klavier uns grundsätzlich fasziniert hat von der ersten Sekunde an, dass wir die Emotion der Musik miteinander teilen können. Wir haben mit dieser Aufnahme im WDR Karl Reinecke neu entdeckt für uns. Die CD mit dem Gesamtwerk von Karl Reinecke wird bei CPO voraussichtlich 2022 erscheinen. Es wird auf jeden Fall eine absolute Weltersteinspielung, eine Weltpremiere.